Heilung durch Energiearbeit, wie funktioniert das? Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich hier zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen wunderbaren Gast für euch am Start und sage zunächst mal ganz herzlich Hallo nach Dresden oder in die Nähe von Dresden zu Rudi Alexander Daniel. Hallo lieber Rudi. Ja, hallo liebe Irmgard. Rudi, du bist Heiler, Buchautor, spiritueller Therapeut. Und wir möchten heute ja um ein spannendes Thema uns unterhalten, was viele schon mal gehört haben, aber sich bestimmt auch schon mal fragen, wie funktioniert das, nämlich Heilung durch Energiearbeit. Und da gebe ich jetzt gerne an dich ab, lieber Rudi, dass du uns da mal aufklärst, wie sowas denn funktioniert. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema und ich habe viele Jahre gebraucht, das Thema in mein Leben zu lassen. Weil ich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, dass durch Energieübertragung Schmerzen aufgelöst werden können. Das ist ein göttliches Geschenk, wie ich heute weiß, das ich bekommen habe, was aber jeder in sich trägt. Mhm. Und das im Grunde genommen ist es ganz einfach. Und zwar ist es einfach, weil wir müssen uns nur mit göttlicher Energie verbinden. Mhm. Es gibt so etwas wie göttliche Energie, manche sagen Gott, andere Indianer haben Manitou gesagt oder wie auch immer. Und dann verbindet man sich mit göttlicher Energie und bittet um Heilung. Das heißt, man öffnet sich auch für das Thema, was bei dem einzelnen Menschen ansteht, der Heilung erfahren möchte. Und dann gibt es unterschiedliche Gründe, soweit ich es herausfinden durfte, warum Heilung geschieht. Mhm. Also einmal geschieht Heilung dann, wenn wir in der Lage sind, uns zu öffnen für das Thema und dann auch langfristig unser Leben verändern. Und zum anderen geschieht Heilung, ohne dass unser Verstand es irgendeiner Form nachvollziehen kann, weil so etwas wie die Gnade Gottes wirkt. Und an der Stelle, das haben wir in den anderen Videos auch schon oft erwähnt, aber kurz der Hinweis, wenn ich von Gott rede, meine ich nicht die Kirche oder irgendeine Religion, sondern wir haben einen göttlichen Kern in uns, meines Erachtens, und der ist mit allem verbunden und wir sind mit allem verbunden. Und wenn wir uns dann für diese Ebene, für die göttliche Ebene öffnen, also nicht Gott im Sinne von Religion, dann ist halt unendlich viel möglich. Und bei dem ersten Punkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also ich mache oft die Erfahrung, dass sich beispielsweise Schmerzen auflösen bei der Energieübertragung oder irgendwie Krankheiten sich auch auflösen oder Besserung geschieht, aber dann nach ein paar Wochen ist es wieder weg. Mhm. Das hat etwas damit zu tun, dass der Mensch jetzt bereit sein müsste, sein Leben zu verändern. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich Gastritis habe und mein Ärger immer runterschlucke und dann kann jemand zu mir kommen und dann mache ich mit dem eine Energieübertragung, dann löst sich die Gastritis auf oder die wird besser und dann schluckt er aber weiter den Ärger runter und dann passiert es eben, dass er ein paar Wochen später oder ein paar Monate später wieder die gleichen Symptome hat. Mhm. Ja, also ich kann ein Beispiel nennen, um das richtig deutlich zu machen. Zu mir kam eine ältere Dame, beziehungsweise ihre Tochter hatte sie gebracht. Und die war so 75, 76 Jahre alt. Und die hatte große Rückenschmerzen schon seit Wochen und immer wiederkehrend schon länger, ein paar Monate auch schon. Und dann haben wir eine Energieübertragung gemacht und dann waren die Rückenschmerzen weg. Und die war richtig euphorisch, die ist fast die Treppe runtergerannt mit ihren 75, 76 Jahren. Und dann am nächsten Tag ruft die Tochter mich an und sagt, die Rückenschmerzen sind wieder da und es ist genauso wie vorher auch. Also es hat eigentlich gar nichts gebracht. Und dann frage ich, was hat sie gemacht? Dann hat diese alte Dame, aus ihrer Euphorie heraus, hat sie im ganzen Haus die Fenster geputzt. Ja, da geht's darum, dass wir lernen, unser Leben zu verändern und uns adäquat so verhalten, wie unser Alter das zulässt. Also mit 75, 76 Jahren, dann hat man halt nicht die ganzen Fenster im Haus zu putzen, wenn man vorher Rückenschmerzen hat. Also das war ein Hinweis ihrer Seele, mach langsam und dann, wenn du dich mit göttlicher Energie verbindest, dann kann auch diese Heilung geschehen. Also das wäre so, wo man ein Beispiel
könnte ich jetzt ganz viele Beispiele da nennen, das wird zu weit führen. Das ist ein Beispiel, dass wir unser Leben verändern sollten, wenn wir tiefe und langfristige Heilung erfahren müssen. Das andere ist, dass sowas wie gibt wie die Gnade Gottes. Und da geht es darum, dass auf einmal Heilung geschieht, ohne dass wir irgendwie erkennen können, was die Ursache dieses Heilungsprozesses ist, warum da Heilung stattgefunden hat. Und für mich so ein Paradebeispiel, und das habe ich auf meiner Internetseite auch, weil das für unseren Verstand so wichtig ist, aufgeführt und der Erfahrungsberichte. Da ist eine Frau, die hatte zwei Tumore im Unterleib und dann ein paar Tage bevor sie zu mir gekommen ist, hat sie eine Ultraschallaufnahme gemacht, hat man diese Tumore gesehen. Nach zehn Wochen Energiearbeit hat sie wieder eine Ultraschallaufnahme gemacht und da waren keine Tumore mehr da. Ja, und dann haben wir eigentlich nur Energiearbeit gemacht. Sie war sehr offen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie war sehr offen, also sie hat wirklich dieser göttlichen Ebene geöffnet. Und dann hat es dieses positiv-dramatisches Ergebnis zur Folge. Und wir hatten beide keine Ahnung, also sie ist an kein Thema im Grunde genommen gekommen, wo man sagen könnte, ja, das war die Ursache jetzt dafür. Es hat diese Heilung stattgefunden. Und was für unseren Verstand besonders wichtig ist, man kann es beweisen, weil es gab ja diese Ultraschallaufnahmen. Ja. So sind wir halt gestrickt, dass wir alles beweisen müssen. Wenn die Ultraschallaufnahmen nicht gewesen wären, dann hätten wir das vielleicht irgendwie anders interpretieren können. Also ganz, ganz wichtig ist, dass ich mich mental darauf einstimme, dass ich bei dem Thema, wo ich zum Beispiel jetzt zu dir komme, auch Heilung erfahren möchte, dass ich mich aus ganzem Herzen diesem Thema auch öffne, mental auf den Erfolg ausrichte im Grunde genommen und dann einfach das geschehen lasse, was geschehen darf und möchte zum Wohle aller Beteiligten. Ist das richtig? Und diese Energiearbeit, diese Energieübertragung, die funktioniert einfach so, dass du dich quasi als Kanal zur Verfügung stellst und die Energie empfängst und weiterfließen lässt? Oder wie können unsere Teilnehmer sich das vorstellen? Die Leute kommen dann zu mir beispielsweise und dann legen sie sich auf eine Liege. Und ich arbeite mit der Aura und mit den Chakren dieser Menschen, lege meine Hand beispielsweise auf das Solarplexus-Chakra. Dann konzentriere ich mich auf diesen Menschen und dann verbinde ich mich mit all den Namen, wo ich eine Herzensverbindung habe und bitte diesen Menschen auch so sich zu verbinden, wie das für ihn in Ordnung ist. Also wenn jemand einen starken Zugang zu Jesus Christus haben sollte, dann verbinde es mit Jesus Christus und so weiter. Und dann bitten wir beide um Heilung, also entweder laut, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Mensch, der hat Zugang zu der spirituellen Ebene oder einfach in Gedanken, wenn ich das Gefühl habe, ich würde ihn damit irgendwie blocken oder blockieren. Ja. Und dann in dem Augenblick, wo ich meine Hand dahin lege, fließt die Energie schon. Und für mich ist es ein großes Geschenk, weil ich kann ganz genau spüren, wie viel Energie fließt. Also meine Hand fängt dann an zu kribbeln. Und dann, wenn manchmal passiert ist, dass ich eine kalte Energie spüre, dann spüre ich Blockaden in diesem Chakra. Und das ist aber jetzt ein anderes Thema, Chakren und Blockaden und Krankheiten. Aber dann spüre ich das und dann erlebe ich oft, wie einfach diese Verknotungen und diese Blockaden aufgelöst werden. Also die sind dann nicht mehr da. Der Mensch spürt das in der Regel auch. Also es sind ungefähr 50% der Leute, die sich auf diese Energieübertragung einlassen, die spüren auch die Energie auch in Form eines Kribbeln oder in Form von Wärme und manchmal auch von Hitze. Also Und danach ist es dann einfach wichtig, dass ich mir oder sinnvoll oder förderlich, dass ich mir auch ein bisschen Zeit für mich nehme, dass ich das alles auf mich wirken lasse und dann auch in mich hineinspüre, welche Veränderungen es unter Umständen in meinem Leben bedarf und mich dann auch einfach auf diesen Prozess durchaus auch auf eine sanfte Art und Weise einlasse. Das muss nicht so sein auf Biegen und Brechen, denke ich mal. Ne? Denn es erfordert ja manchmal dann auch entsprechende Entscheidungen, die wohl überlegt dann letzten Endes auch
ja, getätigt werden wollen. Ne? Ja, also so ganz, genau, bei dieser Energieübertragung geht es natürlich auch darum, dass wir auf der mentalen Ebene was machen, also weil, das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, dass ganz bestimmte Gedanken und Glaubenssätze zu Krankheiten führen. Mhm. Also das, da bitte ich die Leute auch dann bestimmte Sachen, also ich kriege dann so, sagen wir mal, Informationen von oben, in Anführungszeichen, über meine Intuition, über mein inneres Gefühl, dann bitte ich die Leute, was nachzusprechen. Und wenn sie das nachsprechen, dann kriegen sie manchmal so einen Aha-Effekt, Alter, genau das ist der Punkt. Ne? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, immer versuchen, mein Leben zu kontrollieren oder andere zu kontrollieren, meine Gefühle zu kontrollieren, wäre das so ein Ansatzpunkt, was die Ursache sein kann für eine Krankheit. Und wenn ich dieses auf der mentalen Ebene auflöse, dann habe ich auf der Ebene von etwas erkennen, mein Leben zu verändern, habe ich da einen großen Schritt gemacht. Ja, wunderbar. Lieber Rudi, das Thema ist absolut deutlich jetzt geworden, wie sowas funktioniert. Und für all diejenigen von euch, die sich jetzt auch angesprochen fühlen, ich verlinke euch gerne die Seite von Rudi. Und wir haben ja auch eine gemeinsame Seite, beide Seiten, wo ihr dann euch auch noch mal ein bisschen einlesen könnt und auch kostenfreie Webinare zum Beispiel in Anspruch nehmen könnt. Und dir, lieber Rudi, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und gerne, ich gerne. Kann schon mal verraten, dass wir diese Serie auch ein bisschen fortsetzen. Ihr werdet künftig auch ein bisschen mehr zu diesem Thema Energiearbeit von uns, von Rudi, erfahren. Und jetzt bedanken wir uns für euer Dabeisein, für euer Interesse und sagen dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Irmgard und der Rudi. Rudi, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.